Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und einer weiteren Folge meines Let's Plays von Motorsport Manager hier auf dem iOS iPad. Und ja, letzte Folge, wow, ich bin immer noch geflasht, ich nehme das ja jetzt direkt hier einen Anschluss auf, aber what the fuck, Mann, Alter, wir haben das eiskalt gerockt, erstes Rennen, erster Sieg in der Rennserie und dann noch einen dritten Platz geholt. Ja, besser, bis auf 1 und 2 kann es ja eigentlich gar nicht laufen, ne? Und ja, ich würde sagen, wir sind hier wieder auf unserem Startbildschirm. Wir können eigentlich direkt ins zweite Rennen gehen, weil ich weiß nicht, was ich hier jetzt noch machen sollte. Da ist eh im Fahrzeugentwicklung ist was im Bau. Das ist ganz klar. Wir können mal auf die Zentrale noch gucken. Genau, das wird gerade gebaut. Das hatte ich ja in der letzten Folge in Auftrag gegeben. Nachwuchsfahrer ist natürlich auch noch am Start. Und ja, jetzt könnte ich hier natürlich... Ja, dann mal schauen. Vielleicht ein Designmanager. Ich will da jetzt nicht irgendeine Abfindung zahlen oder so, wenn ich jetzt die Ada Offslay entlasse. Sondern wir müssen dann schauen, dass ja, wir einfach ihren Vertrag auslaufen lassen. Dann schauen wir, dass wir uns wieder einen neuen holen. Ja, da würde ich jetzt sagen, gehen wir doch direkt ins zweite Saisonrennen. Wir sind hier bei Sterling. Die Qualifikation ist vorbei. Hä? Was für Dilemma? Hä, was? Ach so, warte. Nicht jetzt. Okay, jetzt Qualifikation starten. Hä, ich dachte schon, er hat mir jetzt die Qualifikation übersprungen. Wie ich gerade gesagt habe, ich will mit der Frau vielleicht nicht verlängern, einfach ihren Vertrag auslaufen lassen, um dann wen Neues, Besseres zu holen. Okay, Qualifikation, wir haben endlich mal... Ja, okay, trockenes Qualifying hatten wir in der ersten Folge auch. Genau, ist hier echt zentral. Okay, bin dieses Wochenende im historischen Sterling. Die Teams hoffen auf trockenes Wetter. Jawohl, es kann dort ziemlich brenzlig werden. Okay, ja, ich verstehe, warum man hier Spitzentempo und Geraden nimmt. Eindeutig. Okay, wir müssen uns Rang 5 oder besser qualifizieren. Schauen wir mal, ob wir das hier... die Hardgummi-Reifen sind bei heißem Wetter noch langlebiger. Jo, ich würde sagen, wir lassen mal ein paar Leute zumindest schon mal rausfahren. Und dann würde ich fast sagen, obwohl wir, ja doch, wir werden die jetzt mal aussenden. Spitzentempo und Geraden aussenden. So, und jetzt warten wir kurz und dann machen wir das gleiche mit ihm auch. Geraden und Spitzentempo aussenden. Boom, raus mit euch. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier so hinkriegen. Wie gesagt, sollte eigentlich passen, dass beide relativ ohne Verkehr dann ihre Runden machen können. Weil die anderen werden jetzt eh... genau. Ja, obwohl, jetzt ist einer noch rausgefahren, aber ich hoffe nicht, dass der uns behindern wird. Hoppala, jetzt gab es kurze Lags. Jetzt schauen wir mal... Wie wir jetzt hier so zurechtkommen. Okay, wir sind zumindest mal Zweiter und Dritter. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Okay, alles klar. Okay, jetzt sind wir Dritter und Vierter. Kein Problem, kein Problem. Solange es nicht unter Platz 5 geht, ist alles in Ordnung. Jetzt sind wir mit Dame 1 sind wir auf jeden Fall nochmal Dritter geblieben. Und Turner ist auf 5. Aber kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. Da denke ich, machen wir auf jeden Fall noch einen zweiten Run auf dem Soft. Das auf jeden Fall. Nur die Frage... Ja, jetzt könnten wir sie eigentlich mal rausschicken. Aussenden. Genau, wieder auf Weichreifen. Auf den weichen Reifen. Und jetzt komm. Auch noch aussenden. Schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir es, unsere Zeit nochmal zu verbessern. Wir können das natürlich ein bisschen vorspulen. Ja, mit dem Damen wäre es natürlich wichtig auch in Sachen Meisterschaft. Wie gesagt, es sind ja nur 6 Rennen, deswegen... Ja, das wird nur ein relativ kurzer Sprint sein. Okay, fahren die teilweise gar nicht mehr raus. Achso, ich weiß jetzt nicht, wie lange hier eine Runde dauert. Okay, aber wir haben leider keine... Doch, Turney hat nochmal Verbesserungen und Damen nicht mehr. Ist Vierter geblieben. Okay. Interessant, dass Turney den sich geholt hat noch. Okay, Respekt. Respekt. Fünfter oder besser. Wir sind 3 und 4. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
Ja, wunderbar, oder? Obwohl der British Engineering schon relativ dominant ist, also mit 1,2 Sekunden Vorsprung. Danach ist dann alles relativ eng beisammen, aber das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, alter Schwede. Also 1,3 auf uns 1,3 und 1,4 Sekunden ist auf jeden Fall heftig. Gute Leistung von Easy Racing, sie hoffen auf ein noch besseres Ergebnis morgen. Ja, natürlich, wenn wir wieder auf die 1 fahren könnten, wäre natürlich super geil. Aber ich habe da so meine Zweifel. Ich glaube, der von British Engineering ist wirklich sehr, sehr dominant am Wochenende. Trommels war am schnellsten, okay, genau. Dann Trommels heißt der also. Jo, da würde ich jetzt mal sagen, Rennen starten. Wir haben Sonne noch und nöcher. Das heißt, wir können jetzt mal schauen, wie wir es so in Sachen auf Rang 2 oder besser, oha, wie wir es jetzt so in Sachen Strategie handhaben. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt mal schauen. Wo ist denn der Motorschaft der zweite eigentlich? Okay, der Tro der Davison ist mit den harten Reifen gefahren. Sehe ich jetzt. Okay, das wird interessant. Den sollten wir hoffentlich am Start auf jeden Fall direkt cashen können, weil der ja weniger Grip hat. Wo ist denn der? Der Meisterschaft zweiter ist hier. Okay, auf Platz 7. Jo, ja, bla bla, das kennen wir ja schon, aber ich denke mal, das Wetter sollte ja mit 38 Minuten Sonne, sollte das passen. Okay, Start, kommen wir nicht so gut weg, Alter, er geht mit den harten Reifen in Führung. Oh Gott. Okay, fünfter und vierter sind wir. Ja, wir müssen auf jeden Fall nach vorne. Ich weiß nur nicht, wir haben hier 19 Runden. Ich weiß nur nicht, wie das hier mit der Strategie aussehen wird. Jawohl, Turney direkt mal auf 3. Super. Und Damain macht es ihm nicht nach. Schade. Ich dachte, er wird es ihm vielleicht direkt nachmachen. Turney ist richtig on fire, glaube ich. Der hängt jetzt direkt am Führungstrio schon dran. Okay, brutal. Sehr, sehr gut. Wir schauen mal, dass wir die erste Runde einfach so ein bisschen uns anschauen. Und dann würde ich mal sagen, jetzt wird er überholt. Der Turney. Schade. Boah, jetzt lassen wir viel Zeit hier liegen. Im Kurventeil lassen wir viel Zeit liegen. Aber dafür kommen jetzt vielleicht mit den Geraden unsere Stärken. Kommen wir aber auch nicht wirklich vorwärts. Oh, da mein wird überholt. Alter Schwede. Okay. Jo, ich würde mal sagen, wir spulen das mal ein bisschen vor. Turner weiterhin auf 4. Da mein weiterhin auf 6. Okay, da mein erkämpft sich den Platz zurück. Verliert den aber gleich wieder. Okay, Alter, die weichen Reifen, die nutzen sich echt relativ schnell ab. Ich bin am Überlegen, ob wir beim Turner hier einen Undercut machen, dass wir ihn früher reinholen, dass er mit frischen Reifen ein bisschen Fresh Air hat und mal ein bisschen Power kann. Ja, obwohl wir können. Ja, ich warte jetzt mal. Ich glaube, das machen wir fast so. Und wir werden den Damain. Ich versuche das jetzt nochmal wieder. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu splitten, die Strategie. Halt, stopp, halt, stopp. Turney. Also, Turney machen wir Strategie. Pushen. Boxenstopp. Nochmal weiche Reifen. Bumm. Und ein Damain lassen wir auf jeden Fall noch ein bisschen fahren. Fuck, jetzt kommen alle rein. Damain lassen wir nochmal ein bisschen fahren. Ich habe da schon eine Idee. Damain, ich würde ihn. Oh. Okay, ja, okay, dann. Okay, Boxenstopp in dieser Runde. Pushen, harte Reifen. Bestätigen. Okay. Sehr, sehr gut. Okay, halt, stopp. Wir müssen mal den Turner wieder auf neutral setzen, weil der haut sonst seine Reifen komplett kaputt. Okay, da mein ist Sechster geworden. Okay, Turner. Komm, 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 an den muss er jetzt vorbei. Jawohl, sehr gut. Turner ist Zweiter. Wunderbärchen. Aber wir werden mit Turney gleich wieder stoppen müssen. Ah, jetzt wird er gleich wahrscheinlich kassiert. Ja, war klar. Okay. Ja, die weichen Reifen scheinen nicht so gut zu sein irgendwie. Auch auf unserem Auto nicht. Schade. Okay. Ja, stopp. Alles klar. Dann gehen wir jetzt mit Turney rein. Das hat sich absolut nicht ausgezahlt. Mit den weichen Reifen so einen kurzen Zwischensprint zu machen. Hat sich leider absolut nicht ausgezahlt. So, es sind eh fast alle jetzt auf den harten Reifen unterwegs. Da mein ist halt Fünfter, da kommen wir auch nicht wirklich zu Potte. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt noch machen. Oh, da mein ist noch auf Pushen, das wollte ich nicht.
Ich will auf jeden Fall dann vielleicht nochmal die Softs raufziehen bei Damain. Das wäre jetzt nochmal eine Option, finde ich. Wir werden aber noch ein bisschen länger fahren, wie gesagt. Die weichen Reifen halten nicht so lange. Ich würde gerne noch eine weitere Runde fahren. Und dann die Weichen draufschnallen und dann nochmal Vollgas. Gelbe Flagge, keine Gefahr, überholen. Okay, grüne Flagge, alles klar. So, jetzt. Fuck, ich vergesse das immer umzustellen auf neutral. Okay. Halt, stopp. Wir sind mittlerweile auf 2 und 3. Aber wir kriegen Turney nicht durch. Wir kriegen Turney so nicht durch. Das auf jeden Fall nicht. Pushen, Boxen, Stop, Weichreifen auf jeden Fall bei Damain. Okay. Und dann hier auf jeden Fall wieder auf neutral. Hauen wir das direkt mal rein. Okay, Turney ist jetzt natürlich auf 1, das ist ganz klar. Aber den holen wir jetzt auch nochmal rein. Pushen, Boxenstopp, Softreifen und bumm. So. Jetzt schauen wir mal, wo wir dann am Ende jetzt hier rauskommen werden. Damain ist auf jeden Fall mal Dritter. Okay, wir sind die Einzigen jetzt mit Softs. Turney lassen wir auf jeden Fall mal ein bisschen pushen jetzt nochmal. Okay. Schaut bis jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Ja, obwohl, das Pushen, das ist auch nicht gerade so, ich sag mal, so gut. Ja, Damain, komm schon, der holt sich noch den zweiten Platz. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Yes! Starkes Ding. Und Turney kommt vielleicht auch noch mal ein bisschen. Ah, jetzt hat er wieder einen Platz abgegeben. Komm schon, komm schon. Den holen wir uns noch. Letzte Runde, auf geht's. Yes, zweiter Platz. Jetzt halt, Damain, halt. Halt, ja, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nice, okay, Turney auf 5. Schade, dass wir den da nicht mehr gekriegt haben. Aber keine schlechte Strategie. Ich meine, wir verbessern uns immer mal wieder im Rennen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Okay, James Davison gewinnt den großen Preis von Stirling. Okay, wir immerhin mit einem zweiten Platz. Also, ich bin der Meinung, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Jasmin Davison, sogar eine Frau. Okay, interessant, interessant. Ja, sehr, sehr gut, dass wir auf jeden Fall den Hamm noch gekriegt haben. Den Pfosten komplett durchgereicht. Ich würde mal gerne sehen, wie viele Boxenstops die anderen gemacht haben, weil das geht halt immer so ein bisschen unter, wenn man hier so fährt, sage ich jetzt mal. Man hat mit den eigenen Fahrern schon echt genug zu tun. Man versucht immer, ich versuche halt immer die Strategie immer ein bisschen zu splitten, dass man immer mal, ich sag mal, zwei Eisen, verschiedene Eisen vor allem im Feuer hat. Dass man da einfach getrennt reagieren kann, auch in Sachen Safety Car. Deswegen habe ich da auch ein bisschen spekuliert. Vielleicht mit einem Softreifen richtig gute Pace und dann einem Safety Car, dann kriegen wir sozusagen eh einen Boxenstopp geschenkt. Aber wie gesagt, ist nicht so ganz aufgegangen, aber wir sind immer noch Erster, sowohl im Fahrer-Ranking als auch im Team-Ranking. Okay, hat so einen coolen Helm. Hat Easy Racing bestimmt geholfen, heute zu punkten. Nice. Unzufrieden mit meinem Rennen heute. Hätte nicht ins Schleudern geraten dürfen. Turney, aber war kein Problem, Alter. Fünfter Platz ist eigentlich super. Bin dieses Wochenende echt stolz, zum Team von Easy Racing zu gehören. Wir haben einige der Besten im Motorsport. Jawohl, so sehe ich das auch. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt mal gucken. Wir haben bis jetzt, bis auf das erste Qualifying, haben wir echt alle Ziele erreichen können. Das ist natürlich auch schon mal brutal. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Okay, aktuelle Bilanz. 882.000. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Genau, jetzt würde ich mal sagen, kann man hier irgendwas machen? Ja, die anderen sind so mega schlecht, gell? Die Designmanagerin ist gar nicht mal so schlecht, finde ich. Aber ja, ich lasse das erst nochmal so da. So, Fahrzeugentwicklung. Okay, Level 3 Person. Okay, das muss ich mir jetzt hier nochmal kurz anschauen. Also ich kann hier auf jeden Fall mehrere Typen einstellen. In Aerodynamik. Okay. Personal in der Fabrik. Okay. Wenn ich hier, aber da könnte ich auch noch welche einstellen. In Design, Produktion und Aerodynamik. Komm, machen wir das doch einfach mal. Monatliche Kosten 1300, kein Problem. Okay, und dann schon kommen wir ein bisschen nach oben in unseren Fahrzeugspecs. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Können wir eigentlich noch ein bisschen weiter, oder? Upgraden. Ist ja kein Ding. Wir haben ja genug Geld eigentlich.
Jawohl, sehr gut. Kriegen wir nochmal jetzt. Oh, nochmal ein paar PS mehr, das ist super. Und Spitzentempo sind wir auch eins höher. Genau, ich wollte eigentlich jetzt hier auf die Fabrik. Aerodynamik sind wir weiter eins. Wie schaut es aus mit Produktion? Ich würde gerne mal Produktion machen. Kostet 500.000, haben wir leider nicht. Okay, schade. Design kostet auch 500.000. Aerodynamik ist fertig, glaube ich, gell? Jawohl. Okay, ja, da würde ich jetzt sagen, machen wir noch das nächste Rennen, oder? Dilemma, gut, das ist klar, dass es mit dem Vibe nach wie vor ist. Nicht jetzt. So, what? Noch ein Dilemma. Okay, Beliebtheit. Wen sollten wir eher zufriedenstellen? Fans oder Sponsoren? Ich bin eigentlich eher für Fans. So. Ach so, dann nehmen die Sponsoren ab. Oh, shit. Okay, Einnahmen, Fanartikel 8000. Sehr, sehr geil. Okay. Gewinn, Verlust, passt. So, dann haben wir jetzt Qualifikation in Manchester. Okay, nice. Nice, 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 nice. Qualification in Manchester. In Manchester. Okay. Chancen auf Safety Car hoch. Das heißt, das müssen wir wieder im Kopf behalten. Falls wir da das vielleicht auch wieder in die Taktik einbauen können. Wir haben auf jeden Fall. Okay. Beschleunigung und Geraden haben wir die Einstellungen. Okay, alles klar. Zweiter oder besser? Ja, genau, das habe ich euch ja schon in der ersten Folge erklärt. Zeige ich gar nicht, was Beschleunigung und Geraden. Okay. Wir können mal hier ein bisschen weiter vorspulen. Dass ein paar Leute hier noch ihre Rundenzeiten fahren. Mit unserem frisch upgegradeten Auto wäre natürlich schon cool. Ja, jetzt können wir nicht einfach mal sagen, wir senden jetzt hier mal aus. Beschleunigung und Geraden. Weichreifen, zack. Jetzt warten wir kurz, dass die sich nicht im Wege stehen. Genau, sollte passen. Also Beschleunigung und Geraden, Weichreifen, raus mit ihm. Und dann schauen wir doch mal. Da werden die ersten Zeiten auf jeden Fall schon gefahren sein. Die haben wir dann auf jeden Fall schon drin. Treber mit 1.19.790. So, schau. Oh, fuck, Turney hat Verkehr. Das ist natürlich ultra suboptimal. Und da mein auch direkt vor der Nase ist ihm einer rausgefahren. Ja, das ist natürlich madig. Auf 3 und 4 sind wir zurzeit. Das war nicht gut. Also vom Timing her sind wir da absolut nicht gut gewesen. Können wir auf jeden Fall noch einen zweiten Run fahren? Vielleicht schauen wir einfach mal, dass wir jetzt einfach, ja, nur eine freie Runde erwischen. Jetzt geht es gar nicht so um die Zeit, einfach nur eine freie Runde. That would be pretty awesome. So. Zeit genug sollte auf jeden Fall da sein. Okay, sehr gut. Turney hat eine freie Runde, Damein hat auf jeden Fall eine freie Runde. So, das war mir jetzt wichtig. Damein verbessert sich, sehr gut. Turney nicht. Doch, Turney hat sich auch nochmal verbessert, aber Damein bleibt leider auf dem achten Platz. Eieiei, das ist ein Qualifying, was absolut nicht nach unserem Gusto verläuft. Das war absolut gar nichts. Da müssen wir mal wieder auf unsere Rennstärke hoffen. Ja, absolut nicht das, was wir hätten erreichen sollen. Ganz, ganz klar. Ja, 2,6 Sekunden. British Engineering dominiert hier mit 1 und 2. Okay, alles klar. Jo, fortfahren. Dankeschön. Durchschnittliche Qualifikation, ganz, ganz klar. Da hatten wir jetzt wirklich gerade absolut nichts zu melden. Okay, in 21 Minuten fängt es an zu regnen. Das heißt, wir müssen das auf jeden Fall mit einbeziehen. Im Brennpunkt des Interesses, warum sind wir im Brennpunkt des Interesses? Nur weil unsere Saison bis jetzt so mega gut läuft als Debütteam. Mei, passiert halt. Was passiert? Okay. Dann würde ich mal sagen, teilweise starten sie auf hart. Was meine Überlegung ist, dass wir zwei Softruns fahren und dann auf Regenreifen wechseln. Das war auf jeden Fall meine, ja, okay, das wissen wir schon mit dem Pushen und Sparen. Das war auf jeden Fall meine Überlegung, dass wir zweimal Soft fahren, bevor es anfängt zu regnen.
Ja, was war das jetzt für ein Start, wenn ich mal fragen darf? Direkt letzten zwei Positionen durchgereicht, so ungefähr. Eieieiei. Das heißt, wir können nur hoffen, dass wir irgendwas. Okay, bei Damen sind die Reifen am Start durchgedreht, sorry. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir wieder was über die Strategie auf jeden Fall machen. Wir haben hier 17 Runden. Können wir eigentlich ein bisschen weiter vorspulen. Okay, der Mayen kämpft sich jetzt so langsam vor, ist mittlerweile Achter. Schauen wir mal, der ist auf jeden Fall an einem Pulk dran. Oh, jetzt doch nicht mehr. Also absolut nicht unser Race heute. Bis jetzt zumindest. Okay, sind schon teilweise. Ah, toll, der wieder! Der Mayen auf einmal auf 6. Super geil. Super, super, super geil. Okay, jetzt warte mal, jetzt will ich mal ganz kurz schauen, wenn ich hier auf Strategie gehe. In 13 Minuten gibt es Regen. Was war es am Anfang? 23, gell? Das heißt, wir sind fast bei der Hälfte jetzt. Ich würde sagen, wir fahren noch eine Runde. Genau, und jetzt in der Runde. Da ist die Boxengasse, genau. Wir stehen immer noch bei 13 Minuten. Egal, pushen, Boxenstopp, Weichreifen für Turn A. Da mein kann auf jeden Fall eine Runde noch länger fahren. Da mein kann auf jeden Fall noch eine Runde länger fahren. Und da machen wir jetzt natürlich auch bei der mein pushen, Boxenstopp, Soft. Jawohl. Genau, 11 Minuten bis Regen, das passt eigentlich relativ gut. Das passt relativ gut. Da mein wird, glaube ich, so ein bisschen aufgehalten. Der kommt an dem einen grünen Punkt nicht vorbei. Okay, jetzt Turn A wieder neutral. Ich lasse immer mal eine Runde jetzt pushen, hätte ich mir jetzt mal gedacht. Okay, oh, jetzt sind sie beide direkt voreinander rausgekommen. Okay, alles klar. Da mein überholt, kommt jetzt vielleicht auf 5 vor, wenn es geht. Machen wir hier neutral. Okay, komm, da mein auf 5 vor, auf 5. Was? Da mein ist ausgeschieden. Was? Nein. Was war da jetzt? Nein. Das hatte ich ja noch nie. Oh, was heißt? Ja, das hatten wir noch nie. Fuck it. Oh Mann, hey. Und da fängt es auch erst in 7 Runden, in 7 Minuten an zu regnen. Oh Gott, da müssen wir jetzt sparsam fahren. Ja, Tony braucht so viel Reifen, ist das Problem. The major problem. Die Reifen sind im guten Zustand, sagt Tourney. Okay. Das heißt, wann kommt der Regen? In 5 Minuten. Das heißt, wir müssen noch eine konservative Runde fahren. Auf jeden Fall. Schauen, dass wir jetzt komplett konservativ hier fahren. Das ist egal, wenn der Tourney jetzt überholt wird. Er ist auf 4. Das ist doch geil. Wann kommt der Regen? Wann kommt der Regen? Ist die große Frage. 4 Minuten. Der Tony wird mir gleich sagen, dass seine Reifen im Arsch sind. Egal, er muss durchhalten noch die Runde. Er muss die Runde noch durchhalten. Vereinzelte Schauer. Boom. Jetzt sind wir dabei. Boxenstopp pushen. Regenreifen. So. Jetzt schauen wir mal. Okay. Jawohl. Aber ich glaube, es hat sich. Haben sich nicht nur ich habe mir Boxenstopp gespart, das müssten einige gewesen sein. Alter, wieso sind dem seine Reifen direkt so im Arsch? Die sind direkt Hälfte runter. Ach, weil es nur Schauer sind, oder? Ah, fuck, das ist jetzt, ah, Mann, das ist natürlich komplett Kacke. Ich dachte, Regen heißt Regen und nicht nur so leichter Regen. Hätten wir natürlich mit Trockenreifen noch locker weiterfahren können. Oh, madig. Ja, gut. Mein Fehler. Aber man lernt aus Fehlern. Ja. Leider, ne? Was sagt er dann? Und dann sagt er in 25 Minuten wieder, ja, natürlich. Ah, Softreifen wären natürlich super gewesen, die dann nochmal drauf zu ziehen. Ich denke mal, das hätten wir auch durchgebracht. Weil du musst hier in dem Spiel nicht beide Reifenmischungen fahren. Ja, wusste ich natürlich nicht. Wir sind jetzt nochmal Achter. Aber es, ja. Ein Wochenende zum Vergessen, auch mit dem Ausfall von Damein. Das ist blöd. Das ist blöd. Wir hätten Fünfter werden sollen. Haben wir leider nicht geschafft.
Zeit zum Aufhören, ja, leider ausgeschieden. Ja, und der Van Vossen gewinnt leider das Rennen. Das heißt, wir werden, ja, ich wollte gerade sagen, die Meisterschaftsführung auf jeden Fall abgeben. Und ich glaube auch bei den Teams, ja, werden wir nicht mehr auf Platz 1 sein. Aber da ist ja noch alles drin. Wir haben gerade mal die Hälfte der Saison, glaube ich, um. Mama Mia, Easy Racing feuert nach dem Rennen bestimmt ein paar Ingenieure. Mist, sorry für den Dreher vorhin. Leute, ich gebe mein Bestes, damit das nicht nochmal einmal passiert. Hat sich der Tony gedreht? Deswegen sind wir auf einmal so abgestiegen, oder was? Vom Rang? Nee. Das Beste am heutigen Tag war es, da meinen zu schlagen. Ha, ja wow, wenn er ausfällt. Spast. Nee, Spaß. Schade, dass unser Partner von Easy Racing heute im Rennen so schlecht abgeschnitten haben. Wir sind überzeugt, dass sie bald wieder Ergebnisse liefern. Ja, natürlich, Mann. Natürlich werden wir bald Ergebnisse liefern. Und ja, jetzt würde ich aber erstmal sagen, liebe Motorsportfreunde, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Schreibt mir auf jeden Fall auch in die Kommentare, wenn euch das Ganze hier gefällt, dann werde ich auf jeden Fall da ein paar mehr Folgen machen. Aber es macht unglaublich viel Spaß, auch wenn es eigentlich einfach nur so Punkte sind, die so auf der Strecke rumfahren. Aber es macht ungemein viel Spaß, das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Und ja, unseren Rennstall einfach so ein bisschen aufbauen, Siege zu feiern, auch Rückschläge zu feiern. Feiern tut man Rückschläge zwar nicht, aber Rückschläge einzustecken, sage ich mal so wie heute. Und ja, jetzt würde ich erstmal sagen, liebe Motorsportfreunde, ich wünsche euch was. Wie gesagt, Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann sieht man sich in dem nächsten Video. Also ich wünsche euch was, sagt ciao, servus und bis dann.